Ja, ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Das erwartete Kampfspiel zweier Mannschaften, die sehr gleichwertig sind. Ich denke, es war ein Auf und Ab, geprägt durch individuelle Fehler auf beiden Mannschaften. Bei beiden Mannschaften und war eine Phase, wo wir mit zwei Toren zurücklagen nach der Halbzeit, haben dann drei Tore in Serie gemacht, bekommen dann wieder drei Tore in Serie. Es war also über den ganzen Spielverlauf keine Konstanz in beiden Mannschaften. Ja, und wir hatten das glücklichere Ende für uns. Drei Tore in Serie, kann man fast schon sagen, es ist der SV Woltern, oder wie würdest du das beschreiben? So kann man es nicht sehen. Also wir haben ja lange Saison hinter uns. Die Vorrunde war nicht so dolle. Wir sind dann noch am 5. Platz geendet nach der Hauptrunde und haben uns eigentlich kontinuierlich als Mannschaft entwickelt. Und es ist wirklich so, dass mal der eine, mal der andere die Verantwortung übernimmt. Aber der Tim Woltern ist natürlich einer von meinen Keyplayern, die natürlich das Spiel prägen und auch ganz wichtig sind, dass sie Aktivposten sind im Wasser. Okay, nächstes Spiel, wie geht's weiter? Schafft ihr das, in zwei Spielen die Sache klarzumachen? Ich hoffe das, aber Fakt ist, dass wir am Samstag natürlich auf Sonntag ein Hotel gebucht haben. Ich denke, es wird am Samstag eine ähnlich enge Geschichte wie im heutigen Spiel. Und von daher kann man das nicht prognostizieren. Wir haben natürlich jetzt die Karten ein bisschen vorne mit dem Sieg im Rücken und auch wir zustande gekommen. Wir haben ja nochmal mit zwei Toren zurückgelegt und das Spiel dann komplett gedreht. Sind wir sicherlich im psychologischen Vorteil, aber das ist dann zu Beginn des Spiels am Samstag Makulatur. Das heißt, wir fangen bei 0-0 an, wie es immer so schön heißt. Und dann wird man sehen, wie das Spiel halt von Anfang an läuft. Das ist dann halt für uns wichtig, dann gut ins Spiel zu kommen, besser als heute. Ich glaube, man muss auch Spiele gewinnen können. Ne? Und das ist so, wir liegen 1-0 zurück und wir liegen 10-9 zurück. Haben eine Menge Chancen. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, kann das Spiel auch gewinnen. Man muss das Spiel vielleicht sogar auch gewinnen. Die Chancen haben wir genügend. Am Ende ist ein Woltern der Unterschied. Dann kommen wir ganz gut zurück, dann haben wir eine Antwort darauf. Wir kommen auch ins Schwimmen, haben unsere Chancen. Alles gut, aber wir müssen die Tore machen. Und hinten stehen wir zum Schluss ein bisschen offen. Und dann steht es 10-9. Und da ist einfach nur Samstag, geht es wieder los und dann gucken wir. Man braucht zwei Spiele, um Dritter zu werden. Wie motivierst du dein Team, dass Samstag der entscheidende Unterschied darauf liegt, dass ihr gewinnt? Naja, wir haben vor den Spielen gesagt, dass die Mannschaft Dritter werden wird, die es am meisten will. Ich glaube, heute waren zwei Mannschaften im Wasser, die wollten es beide. Ich sage mal, Bayer hat es gewonnen, weil wir es nicht gemacht haben. Wir fahren nach Hause schon mit einem gewissen Groll und denken auch, dass wir heute vielleicht ein Tickchen besser waren, am Ende nicht. Und von daher muss man, glaube ich, im Augenblick nicht viel motivieren. Die wollen alleine gewinnen und von daher wollen wir jetzt erstmal ins dritte Spiel kommen, sodass wir Sonntag dann die Entscheidung haben.